Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Unter die Lupe. Das ist ja schon wirklich sehr lange her, dass es mal wieder eins gab. Und eigentlich sollte dieses Thema in den News erwähnt werden. Und dann dachte ich mir, dieses Thema ist eigentlich etwas zu groß für die News und sollte etwas näher beleuchtet werden, weil das schon eine ernste Sache ist. Und ja, deswegen gibt es jetzt das Unter die Lupe. Und ich denke, Riot Games wird nicht so wirklich gut dabei wegkommen. Bei Kotaku ist ein sehr ausführlicher Bericht über problematische Arbeitsbedingungen und unangemessenes Verhalten einiger Mitarbeiter bei Riot Games, die für League of Legends verantwortlich sind, aufgetaucht. Berichtet wird zum Beispiel über Sexismus, ungleiche Behandlung zwischen Männern und Frauen, Homophobie, Transphobie, fragwürdige Einstellungsmethoden bei Bewerbungen, Benachteiligung von Frauen und rücksichtslosen Kommentaren einiger Mitarbeiter gegenüber weiblichen Fans. Laut Kotaku sind ca. 80% der Mitarbeiter bei Riot Games männlich. Nach der Veröffentlichung des Artikels meldeten sich weitere Betroffene zu Wort und prangerten ähnliche Probleme an. Dem Kotaku-Artikel ist zum Beispiel zu entnehmen, die Besetzung einer Führungsposition durch eine Frau erwies sich für Lacey, eine Angestellte, als unmöglich. Und sie verließ das Unternehmen zum Teil wegen Sexismus, den sie persönlich erlebt hatte. Sie sagte, ihr Vorgesetzter hätte sie gefragt, ob es schwer sei, so süß zu sein und für Riot Games zu arbeiten. Manchmal, sagte sie, deutete er an, dass ihre Position nur eine direkte Folge ihres Aussehens sei. Eines Tages führte Lacey ein Experiment durch. Nachdem eine Idee, an die sie wirklich geglaubt hatte, während eines Meetings abgelehnt wurde, bat sie einen männlichen Kollegen, die gleiche Idee einige Tage später der gleichen Gruppe von Mitarbeitern zu präsentieren. Er war skeptisch, aber sie bestand darauf, dass er es versucht. Und siehe da, eine Woche später ging er dorthin, präsentierte die Idee, genau wie sie es tat, und der ganze Raum bebte. Oh mein Gott, das ist erstaunlich. Sein Gesicht wurde rot und er hatte Tränen in den Augen, sagte Lacey. Sie haben die Frauen einfach nicht respektiert. In dem Artikel bei Kotaku wird ebenfalls darauf eingegangen, dass die Bewerbungsprozesse für Frauen schwerer wären im Vergleich zu Männern. Die Bewerberinnen müssen viel intensiver nachweisen, dass sie echte Gamer seien. Riot Games soll auf eine sehr intensive und kompetitive Core-Gamer-Unternehmenskultur setzen, inklusive Schimpftiraden bei League of Legends-Partien. Und auch Kristen, bekannt als Mini White Rabbit, verbreitet via Twitter, dass Frauen kaum Chancen bei Beförderung hätten, sie schlechter bezahlt werden und ihr Vorgesetzter sogar Lügen über Fremdgehen über sie verbreitet hätte. In ihrem abschließenden Statement schreibt sie, mehrere Frauen vertrauten mir an, dass sie bei der Arbeit sexuell belästigt wurden. Ihnen wurde auf den Hintern gehauen, sie wurden auf Partys begrapscht oder sie wurden auf Riot-Veranstaltungen vergewaltigt. Zuerst war es schockierend, dann wurde es zum Standard. Ich werde an dieser Stelle mal ein paar Twitter-Nachrichten von Kristen einblenden. Eine weitere ehemalige Mitarbeiterin meldete sich bei Tumblr zu Wort und schilderte ähnliche Vorfälle, ging aber ergänzend darauf ein, dass sich manche Mitarbeiter bei Riot Games abfällig gegenüber Fans, vor allem weibliche Cosplayer, verhalten hätten. Wobei sie anmerkte, dass das natürlich nicht für alle Mitarbeiter des Unternehmens gelten würde. Und wie erwähnt, gibt es viele Menschen, die nicht sexistischen Verhaltensweisen und Belästigung ausgesetzt waren, schrieb sie. Aber sie hätte auch das folgende Verhalten beobachtet. Und hier mal eine Übersetzung des Tumblr-Blogs. Mein größtes Bedenken bei Riot, meine eigenen Erfahrungen stelle ich hinten an, ist das unangemessene und manchmal rücksichtslose Verhalten einiger Mitarbeiter gegenüber den Fans. Ich habe mich oft gegen solche Kommentare und Szenarien gewehrt, aber ich war eine der wenigen, die das Wort ergriffen haben. Mitarbeiter von Riot, auch Rioter genannt, werden oft als Prominente mit engagierten Fans gesehen und es ist leicht, diese Macht zu missbrauchen. Ich beobachtete regelmäßig anzügliche Kommentare über Frauen, die bei Veranstaltungen vorbeikamen, über ihre Attraktivität und darüber, ob jemand mit ihnen schlafen würde und darüber, ob sie das Alter erreicht hätten, um schon dem Sex zustimmen zu können. Mehrmals hörte ich männliche Angestellte prahlen und intime Details über das Rummachen mit Spielern bei Veranstaltungen, einschließlich eines Cosplayers, mit dem wir in offizieller Funktion zusammengearbeitet hatten. Einige männliche Kollegen baten mich sogar, sie mit Cosplayern zu verkuppeln. Mindestens dreimal haben die Mitarbeiter von Riot Dublin per Arbeits-E-Mail unangemessene Kommentare über die Brüste einer Cosplayerin abgegeben, eine, mit der sie regelmäßig gearbeitet hatten. Während meiner Zeit in LA hatte ich eine Woche lang sehr erfolgreiche Treffen mit Riot-Mitarbeitern, um eine neue Cosplay-Initiative auf den Weg zu bringen. In einer Sitzung habe ich meine Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass wir so tolle Programme für Cosplayer entwickelt hatten. Der älteste Mitarbeiter antwortete dann, wer würde nicht mit Cosplayern arbeiten wollen, weil Titten.
Während einer Veranstaltung kam zum ersten Mal eine Cosplayerin weinend an unseren Stand, weil jemand ihr Gewicht in Bezug auf den Charakter negativ kommentiert hatte. Eine andere Mitarbeiterin und ich trösteten sie für fast 30 Minuten und sie ging und fühlte sich viel besser. Nachdem sie gegangen war, nannte sie ein Kollege von Riot einen Fettarsch und fragte, warum sie versuchen würde, den von ihr gewählten Charakter zu spielen. Ich stand unter Schock, erzählte ihm aber, wie unangebracht das war, so über unsere Fans zu reden, besonders über jene, die leidenschaftlich genug waren, um Kostüme zu machen und zu tragen. Cosplayer wurden von Riot-Mitarbeitern auch Trannies, also Transvestiten, und Attention Whores, Medienhuren, genannt. Ja, meine Freunde, das war jetzt der Auszug des Artikels von der Kotaku-Seite und ich muss sagen, dass das echt ein starkes Stück ist, was da rausgekommen ist. Aber Riot Games, jetzt kommt das alles ans Licht. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Riot Games, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch auf jeden Fall einen Platz an der Hall of Shame verdient. Wer so mit seinen Mitarbeitern und Fans umgeht, ach du Scheiße. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass Cybermobbing eigentlich überall ist. Nein, sogar am Arbeitsplatz werden die Leute beleidigt und ja. Am krassesten fand ich persönlich auf jeden Fall, dass Mitarbeiter auf Riot-Veranstaltungen vergewaltigt wurden. Ach du Scheiße, das muss man sich mal vorstellen. Was sind das bitte für Arbeitsbedingungen? Aber zum Glück ist das jetzt alles rausgekommen. Ich denke mal, das wird noch ein riesengroßes Nachspiel haben, jetzt wo es sowieso schon öffentlich ist. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nicht gelogen ist, denn ansonsten würden sich ja die Leute, die diese Aussagen treffen, ziemlich selbst ins Bein schießen, weil das ist wirklich kein Kavaliersdelikt, hier solche Aussagen zu treffen, wenn sie der Unwahrheit entsprechen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass das keine Lügen sind. Warum sollten die Leute auch lügen? Also solche Lügen zu verbreiten wäre schon ziemlich dämlich. Deswegen, gehe ich einfach mal von der Wahrheit aus und ja, das ist echt ein Hammerding. Und gerade so ein Riesenunternehmen oder erfolgreiches Unternehmen wie Riot Games, die League of Legends haben, was ja ziemlich populär ist und viel gespielt wird. Also ich persönlich finde es eh scheiße, deswegen juckt mich das Unternehmen auch nicht. Aber ja, da sollte man auf jeden Fall drauf aufmerksam machen. Deswegen das unter die Lupe. Ziemlich heftig. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Man hört es ja immer wieder, dass irgendwie die weiblichen Entwickler es ziemlich schwer in der Branche haben. Auch weibliche Gamer, ja, davon mal abgesehen. Das wird ja immer ziemlich, ja, runtergespielt. So, oh, du hast gegen eine Frau verloren oder so, keine Ahnung. Mir ist es ziemlich scheißegal, gegen wen ich spiele, ob es männlich oder weiblich ist. Interessiert mich nicht. Ja, wie seht ihr das? Wie findet ihr Riot Games so? Also, besonders sympathisch kommen jetzt nicht rüber. Aber ja, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar oder Like da, wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Rin gehauen, bis zum nächsten Mal.